Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier im Starlight Drive-In. Und wir müssten jetzt reichlich Material haben, damit wir hier schön weiterbauen können. Wahrscheinlich werden wir die Fabrik sogar bauen können mit dem Material, was wir jetzt haben. Und ich wollte gerade sagen, die Siedler, was machen die denn hier im Schaufenster? Ja gut, aber erstmal, bevor wir die Fabrik beginnen, werden wir natürlich hier erstmal schauen, wie wir das hier weiterbauen können jetzt. Endlich haben wir wieder Holz und Material. Sehr gut. Was haben wir denn hier gemacht? Ach so. Ist das so richtig? Sollte das so bleiben? Es wird ja Nacht, oder? Schauen wir erstmal, was wir überhaupt bauen können hier. Wie viel Material haben wir denn? Unsere letzte Einkaufstour, die hat ja doch ganz schön gedauert. Und ja, wunderbar. Da können wir doch mit 188 Böden, können wir hier eigentlich... Naja, okay, ganz Starlight Drive-In noch nicht auslegen, aber doch... Wir kommen schon recht weit hier. Unser Kaufhaus sollten wir wenigstens fertig bekommen. Türen. Vielleicht bauen wir erstmal hier Türen überall ein. Obwohl es kann natürlich auch sein, dass wir das teilweise hier wieder abnehmen. Aber egal, so Türen braucht man ja sowieso immer. Und ja, hier können doch solche Holztüren ruhig rein, hier unten. Obwohl, das wäre die falsche... Das ist die richtige, denke ich, für uns. Hier auch. Der Türgriff an der rechten Seite. Mal gucken, ob das auch geht. Ja. Ach so, wir lassen die lieber mal auf. Für den Fall, dass wir da gleich durchgehen wollen, irgendwann mal. Ja, mit dem ganzen Holz, das wir jetzt haben, könnten wir ja sogar hier schon die Geländer drum machen. Ach, das lassen wir. Das denke ich, das können wir immer noch in so einer Dekorationsfolge dann irgendwie machen. Nach und nach. Ups, das ist jetzt erstmal nicht so das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir hier noch eine Tür einbauen. Und dann unseren Marktplatz hier oben weiterbauen. Wahrscheinlich müssen wir das doch hier alles höher legen. Ja, das könnte ich mir denken. Naja, alles nicht. Alles wird nicht gehen, da wir hier noch die Treppenhäuser, die Hüttentreppenhäuser haben. Ja, versuchen wir mal, ob wir hier besser klarkommen, wenn wir jetzt hier die Betonböden wieder rausnehmen und dafür eben die Holzböden hier einsetzen. Weil so klappt es jetzt im Moment nicht, okay. So klappt das aber auch nicht. Wo haben wir das denn jetzt hingelegt? Ich dachte, wir hätten damit jetzt den Aufzug hier unterfüttert. Brauchen wir gar nicht. Oder etwa doch. Nein, da ist ein Gitter drunter. Das lassen wir mal so erstmal. Tja. Wie machen wir das jetzt hier weiter? Also,
dann müsste hier eigentlich auch Holz vorne dran. Wie man sieht, klappt das aber nicht. Dann müsste das irgendwie... Wahrscheinlich ist das... Ja, weil es hier falsch rum ist. Also nach innen können wir das Holz anbringen, nach außen aber nicht. Und ja, wir gehen erstmal schlafen. Am Tage sieht man doch etwas mehr. Da ist die Folge gerade mal 5 Minuten dran. Wir haben noch gar nichts gebaut. Wo ist unser Bettchen geblieben? Wir hatten doch hier einmal ein Bett stehen. Hier ist es. So, nochmal 12 Stunden schlafen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu lange dauert. Und ja, es geht ein bisschen besser bis jetzt. Hast du gut geschlafen, Schatz? Oh, hoppla. Nur ein Sekundenschlaf, Curry. Nur ein Sekundenschlaf. Nun ja, also wenn wir schon so etwas hier alles machen, dann glaub... Also, wenn wir das sowieso hier alles... Also ich kann auch in ganzen Sätzen reden manchmal. Wenn wir also sowieso alles hier höher legen, dann können wir ja gleich die richtige Höhe nehmen, nämlich die Höhe hier von dem Aufzug. Und dann brauchen wir nur noch an den Treppenhäusern zu gucken, dass wir das da angleichen irgendwie. Das ist vielleicht einfacher. Ja, diese Höhe. Wobei wir dann das Problem haben, dass wir hier nicht mal langkommen. Ja, das ist jetzt auch wieder nicht so prickelnd. Ja, müsste man ja eigentlich nicht. Also hier, unbedingt hier runter muss man ja nicht. Obwohl, irgendwo wäre es schon gut, wenn wir runterkommen könnten. Ja, wie machen wir das? Sollen wir das hier alles wieder abnehmen erstmal? Oder wenn wir die ganzen... Na, das können wir jetzt nicht nach oben ziehen. Das ist schon eigentlich ganz gut hier, finde ich. Nur für den Verkauf, wenn wir hier so etwas reinstellen möchten noch. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier oben irgendwie damit zurechtkommen. Wir müssen das irgendwie schaffen, dass wir die Platten auch überall schön ordentlich auslegen. Vielleicht kommen wir da mit unseren doppelten Betonteilen weiter. Auch da, es will hier eigentlich... Na, das kann irgendwie, kann das nicht richtig sein. Und das ist doch jetzt mit Sicherheit wegen den Betonwänden dort. Versuchen wir nochmal... Ja, versuchen wir das nochmals hier mit Beton irgendwie, mit dem doppelten Boden oben. Genau, mit diesem hier. Ich meine, da müsste jetzt eigentlich was andocken, wenn wir dieses hier jetzt nach vorne legen wollen. Ja, irgendwie will das einfach hier nicht. Aber warum nicht? Ja, weil das... Weil die Glasscheiben alle nach innen zeigen und außen kann man diese Fabrikteile wohl nicht anbringen. Das hatten wir unten schon mal. Unten am Rolltor vor einigen Folgen, da hatten wir ein ähnliches Problemchen. Na, also schön. Ja, jetzt so passt das.
Ach nö, das ist jetzt aber auch nicht die richtige Höhe hier. So geht es also auch nicht. Na, das wäre doch gelacht. Das müssen wir doch hinbekommen. Also, Aufzugshöhe ist auf jeden Fall nicht die richtige. Damit können wir nichts reißen. Und wenn wir hier oben die Teile wieder rausnehmen. Ach so, das sind. Ah, das sind alles diese. Ah, da können wir eigentlich gar nichts rausnehmen hier. Puh, ja, alles, was ich mir hier vorstellen könnte, dass wir ja hier ein Dach drauf machen, aber wie kommen wir dann hier drum herum? Alles mit Betonböden hier. Ja, oder Holz könnten wir auch nehmen. Och, jetzt ging doch hier was gerade. Ja, das ist doch genau das, was wir wollten. Auf einmal klappt das. Ach, hier sogar. Warum? Ja, weil wir jetzt woanders angefangen haben. Also wir haben hier an der Tür sind wir angefangen und wir haben nicht versucht, hier irgendwas ansnappen zu lassen. Ich überlege jetzt, ob wir hier vielleicht ein Glasdach drauf machen sollen. Dann könnte man schön immer runtergucken. Das hat ja auch was. Ah ja, okay. Obwohl so gut. Das passt ja gar nicht hier. Diese Tür müsste wahrscheinlich ganz weg hier. Ja, und dann müssen wir hier wahrscheinlich auch noch irgendwie ein bisschen tricksen. Also wenn hier Beton liegt, das finde ich eigentlich ganz okay. Sieht doch schon mal nach etwas. Das sieht alles etwas schöner aus, so finde ich schon mal. Aha, ja, das geht so auch nicht. Oh, Moment, das war falsch so. Na, vielleicht haben wir von unten mehr Erfolg, hier das reinzusetzen. Jawohl. Ach Gottchen, da guckt.
einer wieder raus und diesen hier, den sieht man eigentlich kaum. Ein Bein von diesem Beton, von diesem ja, Stahlgerüst. Oh ja, ich glaube, ich weiß schon, was wir hier rausmachen. Ich meine, mit dem Glas, das ist eigentlich, hört sich auch nach einer sehr schönen Idee an. Wenn wir hier jetzt so ein Glasdach draufsetzen. Na, da werden wir aber wahrscheinlich wieder an allen Seiten Probleme bekommen. Und vor allem wäre es mit Sicherheit dann ja Platz, der einfach weg wäre. Ich glaube, das ist eher Platzverschwendung. Ich meine, wir werden das jetzt einmal so hier hinbauen. Na, ich finde, den Platz hier oben drauf könnte man auch noch nutzen für irgendetwas Sinnvolles. Das liegt falsch. Ja. Okay. Ja, dann versuchen wir doch hier mal noch die Betontür oder eine Holztür, also so eine Lagerhaustür hier reinzubekommen. Aber ich denke, die Betontür wird da wohl etwas besser sein. Ja, das passt ja gar nicht hier. Versuchen wir das mal mit der Betontür. Und dafür werden wir doch außerhalb die Betontür anbringen oder innerhalb. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Okay. Ja, schön, das passt hier alles. Nur das mit dem Aufzug, das passt mir noch nicht so ganz, dass der so in der Luft schwebt. Na, vielleicht kann man, und wenn man das wenigstens verkleiden könnte hier. Ja, und das mit dem, wie gesagt, das hier ist Verschwendung, das machen wir gleich wieder weg. Ja, aber wie soll man das denn hier gescheit verkleiden?
Also hier stelle ich mir irgendeine schöne Sommertür vor. Schon mal. Das können wir hier schon mal reinsetzen. Eine schöne, schöne Tür. Eine Sommertür? Was ist denn eine Sommertür? Ja, so etwas hier. Irgendwas, was mehr so aussieht wie, naja, nach Gefängnis hier, oder gerade? Oh nein. Sollen sie nicht nach außen lieber aufgehen? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Nach außen? Ich denke schon. Ach, das kann man ja immer noch ändern. Das ist ja jetzt nicht so das große Problem. Ah, nach innen war vielleicht doch besser. Naja, lassen wir das jetzt mal so. Und hier auch noch mal so eine Tür rein. Dann ist das alles so ein bisschen einheitlich zwar, aber das passt, finde ich, hier irgendwie zu der Optik auf dieser Etage. Ja, auch nach außen. Schön. Ja, bis auf das hier sind wir doch dann fast fertig und dass wir vielleicht versuchen, das hier noch irgendwie hinzubekommen, dass das hier irgendwie besser aussieht. Wir könnten ja genau hier nochmal was rausnehmen und dann versuchen, ja, mit Glas nicht unbedingt. Ich stelle mir da auch eher, ja, Beton vielleicht vor. Ja, Beton wäre gut. Beton kann ich mir sehr gut vorstellen hier an der Stelle, wenn es denn passt. Oh. Ja, hier wäre das. Ja, ich glaube, da haben wir nicht sehr viel Glück mit. Okay. Dann versuchen wir doch unser Glück mal hier mit Lagerhauswänden. Ja, das sieht schon sehr viel besser aus. Ja, wobei, wenn das jetzt nur da. Ja, okay, hier passt das dann auch. Tja, das finde ich jetzt gar nicht mal so tragisch. Auch wenn das hier jetzt so ein bisschen rausguckt. Kann ja ganz interessant sein. Also vom Aussehen her finde ich das schon vielleicht ganz gut. Ah ja, okay, es gibt mit Sicherheit schönere Sachen, aber doch besser als vorher. Und es ist schön zu, wenn wir jetzt mal nach oben gehen und gucken, ob wir das auch alles richtig gesetzt haben. Dann könnte man fast schon sagen, wir sind hier auch damit ganz zufrieden und fertig. Okay, hier geht's auf dieser Seite. Es ist nicht irgendwie falsch rum. Und ja, da unten geht es auch. Ja, jetzt gilt es noch darum, hier das Dach irgendwie zu verbessern. Nehmen wir mal hier so ein paar Sachen wieder raus, die wir gerade reingetan haben. Das gefällt mir dann doch nicht so gut. Und ja, legen wir jetzt Glas rein. Auf Glas glaube ich, wenn wir hier ein Glasdach reinsetzen, da werden wir kaum irgendetwas drauf bauen können. Aber diese Holzteile, da müsste was drauf gehen, wenn wir das hier drauf bauen. Ja gut, dann ist der Laden unten, der kann eben nicht bis zum Himmel gucken. Also die Leute, die da arbeiten, die werden dann nicht bis zum Himmel gucken können, aber.
so ist das doch gar nicht so übel. Doch, das gefällt mir. Ja. Ich weiß nicht. Doch, da kann man was draus machen, da bin ich sicher. Oh, das ist aber. Gibt es die nicht? Gab es die nicht auch mal? Waren die immer schon so groß? Ja, die waren so groß, ich weiß. Sanctuary Hills, da steht unser erster Brunnen. Ja, das passt ja jetzt gar nicht optisch. Nein, das ist viel zu groß hier. Ich dachte, da könnte man so einen kleinen vielleicht in die Mitte reinstellen hier. Okay, anders geht es jetzt hier an der Stelle erstmal nicht. Aber wir können hier jetzt versuchen, eine Treppe hinzubekommen noch. Mal sehen, wir haben ja hier die Treppe. Leider, leider, leider nicht so, wie wir uns das wünschen. Nein, das gefällt mir so jetzt auch nicht mit diesen Treppen. Vielleicht können wir aber ja aus den Holztreppen hier noch irgendwas machen. Ja, das sieht so aus, als könnte das passen, aber wenn man von der Seite so guckt, dann sieht man schon, da ist ganz schön Luft dazwischen. Also das ist nichts. Dann haben wir aber bei den Gerüsten doch noch etwas. Auch das haut nicht hin. Schade. Na, das könnte jetzt aber so schön passen eigentlich. Aber will es nicht. Okay. Ja, bis jetzt muss man also hier drauf springen, wenn man zum Aufzug will. Das ist noch nicht so richtig eingestellt alles. Oh, ich dachte schon, wir fallen jetzt hier runter. Ja, hier oben dockt leider auch nichts an, wie man sieht. Oh. Ja, jetzt wird es nochmal so ein bisschen knifflig hier, denke ich. Dass wir das Gebälk da oben abstützen, dass hier vielleicht noch eine Stütze drunter kommt. Ja, okay. Ich sehe schon, was das vorhat, das Ding hier. Ja, hier muss nicht unbedingt eine Stütze hin. Aber ich meine hier dieses Fabrikteil, also hier, da müsste irgendwie noch eine Stütze drunter. Was haben wir denn? Wir haben doch hier noch so schöne Holzstützen bekommen. So etwas hier, ein etwas größer. Ja, das passt optisch jetzt natürlich nicht hier so schön rein. Ja, das gibt, glaube ich, eher nichts. Auch das hier, finde ich, müsste noch irgendwie so eine Art Stütze erfahren hier. Aber wenn die alle nicht passen, ja. Dann würde das ja allenfalls funktionieren mit noch einer zusätzlichen Wand hier. Wenn wir die reinbekommen, mal sehen.
Überhaupt nicht. Ja, nicht genutzter Raum hier oben übrigens. Übrigens. Ja, viel nicht genutzter Raum. Okay, eine Sache vielleicht passt das ja. Moment, Moment, Moment. Nehmen wir Holz oder nehmen wir Beton? Beton? Ach, schade, das passt auch nicht. Hier so Stufen vor, leider, leider, leider. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, hier kann man noch irgendwas Schönes sich einfallen lassen. Und wenn man das als... Entschuldigung. Und wenn man das hier als Bühne nimmt, vielleicht so. Rundum Bühne. Na, da werden wir uns noch was einfallen lassen. Platz genug für die Stände? Ja, ist hier schon. Es ist wieder mal enger geworden, als wir anfangs dachten und als wir geplant hatten. Dass das hier so rumsteht, einfach frei in der Luft schweben, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, aber was könnten wir hier jetzt noch hinbauen? Mal sehen, was wir da haben. Eine Betonwand, das würde es ja auch schon vielleicht bringen. Na, das haut überhaupt nicht hin. Na, das sah doch gerade gar nicht so schlecht aus.
Naja, das wäre besser als ohne vielleicht. Oh. Ach, guck, da geht's ja doch nach innen. Ach, da geht es nicht nach innen, weil das... Ah. Also, das hier ist das Hüttentreppenhaus. Darum funktioniert das so nicht. Aber ja. Wir kriegen das etwas hübscher hin noch. Etwas schicker. Ah ja, und das Hüttentreppenhaus fängt an. Na gut. Ja, das könnte übertrieben aussehen. Andererseits, ja doch, das geht. Das geht, das geht. Ja, dann, ja, so viel mit den kleinen hier Betonpfeilern, wie ich sie immer nenne, hier die Betonmauern sind das ja eher. So viel immer hin und her, vielleicht nimmt man da besser mal so ein Teil hier. Und noch eins, oder? Ja, klar. Noch eins und jetzt diesen Pfeiler dran. Wenn einer mal steht, dann haben wir ja schon, dann ist ja schon alles gut. Ja, es wird zu dunkel etwa schon, habe ich recht. Also gerade das hier, das finde ich jetzt ein bisschen zu dick mit den Pfeilern. Das kann man bestimmt noch irgendwie schöner lösen. Zum Beispiel, indem wir mal sehen, die Pfeiler nämlich noch etwas auseinanderziehen. Ja, den hier auf jeden Fall. Schon besser, wesentlich besser. Obwohl das jetzt irgendwie ja nicht auf einer Linie steht, was haben wir denn da gemacht? Noch einmal bitte. Ja gut, das hat jetzt hier ein wenig Licht, zu wenig Licht auf jeden Fall. So kann ich mir das aber doch schon vorstellen irgendwie. Ja, und wenn man hierher geht, damit es hier vielleicht ordentlich ist, hier auch noch einen reinbekommen, an diese Ecke.
Und damit es richtig ordentlich ist, vielleicht auch ja, hier hinten noch einen dran. Mal gucken. Ja, fast noch besser wäre das. Ja, das geht schon so. Ja, und das hier machen wir am nächsten Tag. Das heißt allerdings auch in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder über der Zeit. So, dann gehen wir mal runter und gucken uns das noch mal von hier unten schön an. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Irgendwie gefällt mir das Hey, wie geht es dir? jetzt gefällt mir das auf einmal mit den Betonteilen da nicht mehr. Ja, aber das ist zu viel Glas, was wir da verbaut haben. Definitiv. Da muss irgendwie ja das mit dem Beton. Hier müssen noch Pfeiler hin und wir werden noch mal gucken, wie wir hier mit dem ja mit dem ganzen mit dem Vordach hier, also mit dieser Terrasse da, wenn man so will, wie wir damit Wenn du klarkommen. noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ja, das geht aber so. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die Fürs größte Erste Stadt, ist die das ich je ganz gesehen nett. habe. Ups. Habe ich gerade gesehen, wir haben irgendwas mit um die 1000 Kupferteile. Wo haben wir das denn alles her, so viel? Ich frage mich, ob die Daten, die ich sammle, irgendwann einem Zweck dienen werden. Oh, Curry, auf jeden Fall. Nur keine Zweifel aufkommen lassen. Alles wird gut. Ja, an der Stelle darf ich mich dann bedanken fürs Zusehen. Ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein weiterer Tag an deiner Seite.